Ja, liebe Freundinnen und Freunde meines Kanals, hier ist wieder der Wilfried Analog mit einem kleinen Video. Ich darf euch recht herzlich begrüßen, denn ich habe einen Bahnsteig fertiggestellt. Ich zeige euch mal den jetzt hier im Gesamtbild. Hier die Laterne ist jetzt dazugekommen, die habe ich kürzlich bekommen. Leider sind diese Laternen keine LED-Laternen, sondern die sind mit Glühbirne ausgestattet. Aber man kann die Glühbirne herausnehmen und dann die Lampen mit LED bestücken. Das habe ich hier gemacht. Ihr seht, das sieht eigentlich ganz toll aus. Die Beleuchtung kennt ihr, die habe ich schon vorgestellt. Aber wie ihr seht, habe ich hier einige Lampen etwas abgedunkelt, damit das ein unregelmäßiges, hier kann man auch noch mal sehen, ein etwas unregelmäßiges Bild ergibt. Insgesamt bin ich jetzt mit der Schaltung sehr zufrieden. Ihr seht, ich habe auch den Bahnsteig mit Menschen bestückt, sogar Menschen, die hier die Treppe raufkommen, hier und hier. Ich habe auch die beiden Kioske hier beleuchtet, vielleicht etwas zu stark, da muss ich möglicherweise etwas Licht wegnehmen, das ist aber kein Problem. Ich zeige euch jetzt auch noch mal die Rückseite, wie sie bedrahtet ist. Man sieht hier die Widerstände, die ich zwischengelötet habe, überall. Hier und hier und hier und hier. Wie gesagt, kann sein, dass ich für die Beleuchtung der Kioske hier den Widerstand noch verändern muss. Und ich habe hier zwei Kupferfolien angeklebt. Die gleiche habe ich auf der Anlage gemacht. Ich brauche jetzt also den Bahnhof nur darauf zu legen und schon hat der Kontakt, das so, dass ich den Bahnhof immer wieder schnell mal runternehmen kann, um zu reinigen, das heißt Wartung vorzunehmen. Das muss ja hier und da schon mal sein. So, das wollte ich euch zunächst gezeigt haben. Ich habe noch einige Lampen unterwegs. Ich hoffe, dass die mit LED bestückt sind, dass ich die nicht umbauen muss. Aber wie gesagt, es ist auch kein großes Problem, hier umzubauen, weil man kann das hier schnell rausnehmen. Ich habe hier den schwarzen Drähte genommen, die ich hier an den Seiten vorbeilege. Oben habe ich jetzt Stripe-LED eingelötet und die strahlen eigentlich wunderschön und toll ab. Ja, soweit zunächst. Ich drehe den nochmal um. So, ich werfe noch mal einen Blick auf den Bahnsteig. Ich bin mit der Ausleuchtung sehr, sehr zufrieden. Ihr seht, selbst bei Normallicht kann man die Beleuchtung sehr gut erkennen. Und auch jede Menge Menschen habe ich nachgeklebt, die den Bahnhof beleben sollen. Ja, soweit zunächst. Demnächst zeige ich mal ein Video, wie der Bahnhof beleuchtet aussieht, der Bahnsteig mit dem anderen Bahnsteig und auch wenn ein beleuchteter Zug da mal durchfährt. Das ist, glaube ich, ganz schön nachher anzusehen. Ja, soweit zunächst. Lasst euch Anregungen geben, aber gebt bitte auch Anregungen, meldet euch und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln, der Wilfried Analog.